Hallo zusammen, Pascal Kraus hier. Ich werde heute Bundesliga-Profi Stefan Reisinger mal mitnehmen, ein bisschen Krafttraining mit ihm machen und ja, euch auch ein paar Eindrücke verschaffen, wie das aussieht. Wird bestimmt interessant und anstrengend. Viel Spaß. Schattenboxen hier, genau, schnelle Hände. Schön die Arme möglichst versuchen eng am Körper raus. Fäuste umdrehen dabei trotzdem. Genau. Füße mitbewegen. Dann werde ich jetzt sagen, machen wir einen kleinen Sprint und dann wieder lockerer. Und Sprint. Schön die Hände fliegen lassen. Nur mit Armen. Und locker. Trotzdem weiter schlagen. Alles halbwegs warm. Ja, muss irgendwas noch ein bisschen dehnen? Oder? Nein. Fühlt sich gut sein, dann hol ich mal ein bisschen Gerät. Und dann geht's los. Nein, reicht. Okay, also, Zirkel sieht wie folgt aus. Unter, zur Seite, rauf, zur Seite, hoch. Runter. Immer von rechts nach links. Jeweils einmal eine machen. In der Mitte auch eine machen. Das Ding haben wir hier oben. Kniebeuge hoch. Gehen gleich wieder runter. Moonwalker. Also hier das Ding, Beine anziehen. Nur dass wir es nicht gerade machen, sondern diagonal. Immer hier Knie, linkes Knie, rechter Ellbogen, rechtes Knie, linker Ellbogen. Okay. Übung. Hier Hüfte hoch, eine Linie und dann das Ding hier anziehen. Okay, den haben wir schon getan. Ja, genau. Und dann Sit-Throughs. Wir sind hier auf allen Vieren und bewegen unseren linken Fuß dorthin, wo unsere rechte Hand davor war. Arsch kurz auf den Boden, oder er muss nicht unbedingt aufsitzen, aber Richtung Boden und wieder zurück. Und das Ganze machen wir jetzt, den Zirkel nach dem Tabata-Prinzip, das heißt 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause. 8 Wiederholungen pro Übung. Und dann pro Übung. Wie groß ist die Vorfreude? Das gehört dazu. Manchmal muss Training nicht immer Spaß machen, aber effektiv sein. Also. Oh,
Aufstehen. Arme hoch. Wer hat den Kampf gewonnen? Er oder du? Ja. Ja, anstrengend. Tabata, eigentlich nur Körpergewichtsübung und trotzdem fordert es jeden. Eben, es kommt darauf an, wie intensiv du trainierst. Selbst als Hochleistungssportler kannst du da immer noch bis an deine Grenzen kommen. Für jedermann geeignet. Falls ihr es ausprobieren wollt, ihr wisst ja, an wen ihr euch wenden könnt. So, wie war's denn? Für einen Sportler aus einem anderen Gebiet ist natürlich sehr intensive Trainingseinheit, weil man natürlich auch, sag ich mal, Bereiche trainiert, die man jetzt im Alltag nicht so oft trainiert. Verschiedene Körpermuskelgruppen ist natürlich sehr anstrengend, aber ich finde, das ist eine gute Abwechslung zum anderen Sport und deswegen wollte ich das mal ausprobieren. Sehr schön.